Hallo und herzlich willkommen zu der Version V1.10.5 Experimental 1 von Empyrean Galactic Survival. Ja Leute, das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Entwickler von Elion, die haben nochmal einen kleinen Patch herausgehauen und dabei gab es einige Überraschungen. Ja und diese Überraschung möchte ich mit euch heute kurz durchgehen, für mich jedenfalls die wichtigsten Eckpunkte des Patches und euch auch begleitend dazu ein paar Sachen zeigen. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema, denn wir haben hier neue Modelle für die transportablen oder mobilen Geschichten, wie zum Beispiel den Constructor, das tragbare Heiz- und Kühlaggregat und den Wasser-O2-Kondensierer. Im Grunde genommen ist die Funktion dasselbe. Man kann das Ganze hier aktivieren, ne, auf Strom schalten, Warteschlange laufen lassen und dann hört man so leises Rauschen. Auf jeden Fall ein hübsches, kleines Modell. Man muss sich erstmal so wieder ein bisschen dran gewöhnen. Ja, dann haben wir hier ein tragbares Heizgerät oder Kühlaggregat. Das kann man halt gut gebrauchen. Ihr wisst ja, auf den Planeten wegen Hitze und Kälte. Das bewahrt euch meistens vor dem Hitze- und Kältetod. Ja, und dann haben wir hier den neuen Wasser-O2-Kondensierer. Ja, und da hat sich eigentlich von der Funktion nichts geändert, aber das Aussehen ist schick. So, als nächstes haben wir die neuen Modelle von der Brotherhood of Far, also der Bruderschaft der Far. Da hat sich ja was geändert, nämlich alle POIs wurden aktualisiert bezüglich der Wächter bzw. der Wachen. Und hier können wir dann auch die neuen Modelle betrachten. Das sind, jetzt gehen wir mal hier durch die Scheibe durch, wie ihr seht hier die sogenannten Wächter oder Wachen, die halt bewaffnet sind mit Pistolen. Und ansonsten sehen sie halt ähnlich aus, nur mit einer anderen Farbe halt. Kommen wir zu den neuen Modellen der Konstruktoren. Und da gab es ja einige Überraschungen, denn wir haben neue Modelle für den verbesserten Konstruktor, für den großen Konstruktor, für den kleinen Konstruktor, den Dekonstruktor und hier hinten, wie man sehen kann, noch den mobilen Konstruktor. Das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn sie an sind und gerade einen Job ausführen, dann sieht man halt auch eine Animation und die gucken wir uns jetzt mal an. Hier zum Beispiel zum verbesserten Konstruktor produzieren wir mal irgendetwas. Hier eine Prometheumzelle. Und dann sieht man, da fangen ganz, ganz viele kleine Arme an zu drehen und fangen an zu produzieren. Ich mache mal jetzt hier ein bisschen mehr, damit man das ein bisschen länger sieht. Das hier übrigens genauso. Dieses Modell sieht genauso aus. Müssen wir nur einschalten. Ne, geht auch automatisch los. Wahrscheinlich, wenn der eine Job fertig ist, geht der nächste rein. Hier zum kleinen Konstruktor. Können wir ja auch nochmal ein bisschen was probieren. Dann sieht man hier, ist auch ganz witzig gemacht, wie so ein 3D-Drucker fast. Ja, und dann kommen wir natürlich zum Dekonstruktor. Da müssten wir eigentlich das genau umgekehrt machen. Mal gucken, ob ich den schon aktivieren kann. Ja, es geht. Und dann sieht man halt hier, wie er auch anfängt, seinen Arm zu schwingen. Ja, und dann hier der mobile Konstruktor. Da hat sich eigentlich nur das Model geändert. Ansonsten die Funktion ist dasselbe. Dann kommen wir zu den neuen Deko-Pots für Bäume. Denn wir haben jetzt 20 neue Bäumchen in den Pots, die kann man übrigens auch bemalen, ne? Mit verschiedenen Farben, wie man sieht hier. Kann man auch wieder alles rückgängig machen. Ja, und da sieht man auch schon, da gibt es neue Assets. 20 Stück an der Zahl. Die kann man sich dann ja einfach reinstellen als Deko. Zusätzlich zu den Pflanzen. Ja, und ganz überraschenderweise, ich dachte, ich traue meinen Augen nicht, haben neue
Blockformen, also weitere Blockformen ins Spiel gefunden. Ja, und da haben wir einmal diese Ecken hier. Wir haben diese Ecken. Und wir haben diese gekerbten Ecken hier. Das muss man erst sehen, wie man sie verbauen kann, beziehungsweise welche Steine oder welche Blöcke sie ergänzen. Aber das wird spannend beim Bauen jetzt. Da gibt es dann doch wieder mehr Möglichkeiten. So, ich habe mich jetzt auf Skillon eingeloggt, um euch nochmal die neuen Modelle für die Bergbaugeräte zu zeigen. Da gibt es die ja für T1, T2, T3 und natürlich auch die epische Variante. Und die unterscheiden sich eigentlich nur in der Größe, aber trotzdem möchte ich sie euch zeigen, damit wir sie wenigstens mal gesehen haben. Das wäre jetzt hier T1. Also man sieht halt, es sieht ganz schick aus. Das ist T2, der ist schon ein bisschen größer. Dann schauen wir uns mal T3 an. Na, merkt halt eben, es ist doch, es wird alles ein wenig, ja, ein wenig größer. Und dann haben wir noch die epische Variante. Und die ist natürlich dann die letzte im Bunde, die letzte Variante. Das Ding sieht auch schon relativ schick aus. Und dann haben wir noch einige angepasste oder aktualisierte POIs. Unter anderem diese Talon-Hauptsiedlung für den Wüstenplaneten. Und ich finde, das Ding ist schon sehr, sehr, sehr gut gelungen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das war jetzt die Talon-Siedlung für den Wüstenplaneten. Außerdem gab es noch diverse andere Änderungen in dem Patch. Unter anderem zum Beispiel auch die aktualisierten Ziv bzw. Desk Poise, zum Beispiel die Orbitalverteidigung, Brennerei, Wegstation und Omikron-Kommando. Und damit sind wir auch schon am Ende des Patches. Wir sehen uns im nächsten angespielt, im nächsten Livestream oder im nächsten Gameplay. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Tschüss.